Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Der feinstoffliche Virenscanner bzw. energetischer Heiler. Heute wieder ein besonderes Thema. Wir sind jetzt mal nicht bei den Menschen, sondern es geht um Haus- und Wohnungsreinigung. Energetische Heilung des Hauses und der Wohnung, um es in einem Satz zu sagen. Und das wollen wir uns mal vornehmen. Ich muss das natürlich ein bisschen kürzen. Also ich mache das so in meiner Praxis auch. Aber dann weiß ich natürlich individuell, welche Zimmer dort sind. Also ich schau mal, wie wir es jetzt hier beim Video hinbekommen. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Mir fällt dabei eine Geschichte dabei, da ging es auch um Haus- und Wohnungsreinigung. Und da habe ich das Grundstück auch drumherum, das können wir vielleicht im Ansatz auch machen. Und da fühle ich ihn rein, sagte, da sind Seelen in deiner Umgebung, die müssen wir eigentlich ins Licht lenken. Das ist eigentlich das, was ich auch bei der Reinigung mache. Das sind Verstorbene, die können im Haus sitzen und haben den Weg eigentlich nicht ins Licht gefunden. Und in dem Fall war das auch so. Und mache mein übliches Schema, die Lichtsäule, bitte sie, dass sie in die Lichtsäule gehen. Und das war das erste Mal beim ersten, dass diese Energien, Personen nicht ins Licht gegangen sind. Das erste Mal, dass ich es erlebt habe. Und dann habe ich an der Freundin von demjenigen gearbeitet. Er saß bei mir auf dem Sofa und sie war, und dann fiel mir ein, du musst sie von deinem Schwur erlösen. Das war so eine alte keltische Stelle. Und die haben da irgendeinen Schatz bewacht und diesen Auftrag hatten sie. Und solange dieser Auftrag da war, durften sie nicht ins Licht gehen. Das hat er dann gemacht, hat sie von diesem Schwur erlöst, weil er damals ihr Anführer war oder derjenige, der den Schwur abgenommen hat, hat mit ihr zu Ende gearbeitet und stellt fest, sie sind ja weg. Sie haben alleine den Weg gefunden. Ich habe es gar nicht gemacht mehr. Sie waren verschwunden. Also eine spannende Geschichte, das habe ich einmal erlebt, wo es einmal mit dieser Lichtsäule nicht geschafft habe, dass sie ins Licht wollten, sind aber dann weg gewesen. Gut, jetzt gehen wir mal in ihr Haus. Jetzt bitten wir mal alle diejenigen, die wollen, dass ihr Haus und Wohnung bzw. ja, Haus und Wohnung gereinigt wird, dass sie jetzt kommen. Fühl dich mal rein. Okay. Dürfen noch ein paar kommen? Jawohl. Ein anderes Beispiel, ich sage die Beispiele nur, weil die Sinnhaftigkeit muss ich ja erklären. Da war eine Kundin auch bei mir, die meisten kommen ja eigentlich gar nicht. Und die sagte, abends um 8 Uhr rappelt das immer in einem Zimmer und da knirscht ein Schrank, der geht den auf, oder der knirscht der Schrank. Und dann fühle ich so rein in diesen Raum und sage, ich sehe so eine Person, wie am Stricken oder am Häkeln ist die da, eine ältere Dame. Und die ist da in dem Raum. Und dann sagen sie, ja, das ist, kann durchaus unsere Mutter sein oder die Großmutter von der Tochter eben. Und die hat den Weg, ja, das ist klar, die hat den Weg nicht geschafft. Und die macht sich jedes Mal um 8 Uhr abends bemerkbar, dass sie noch da ist. Und dann knirscht diese Tür. Und dann kommt eben das Geräusch zustande. Die haben wir dann ins Licht begleitet, die Lichtsäule. Und eine Woche oder zwei Wochen später, ich sage, wie sieht es denn aus mit dem Knirschen? Sagt sie, seit dem Tag ist Ruhe, knirscht das nicht mehr. Also es sind Wesen im Haus, die sich entweder verirrt haben oder den Weg nicht gefunden haben oder noch irgendwie schützen wollen. Und die aber da nicht hingehören. Sonst spreche ich ja immer von Personen, dass diese Energien in den Personen sind, aber in dem Falle sind sie im Haus. Gut, jetzt nehmen wir mal eine Wohnung. Fangen wir mit der Wohnung an. Wohnzimmer fange ich klassischerweise auch immer an. Also nehmen wir alle Wohnzimmer der jemals zuschauenden Personen, die Wohn-, Esszimmer, Küche kann auch mit angegliedert sein. Nehmen wir mal so ein Multi-Wohnzimmer, also Esszimmer und Küche mit dran. Das Komfort muss aber jetzt nicht, aber das ist für dieses Beispiel richtig. So. Jetzt werde ich das erstmal reinigen. Passiert auch mental, ist völlig klar.
gucken, ob das was gemacht hat. Ja. Dann nehmen wir in der Mitte dieses Multi-Wohnzimmers eine Lichtsäule. Bitte ich alle Verstorbenen, die in diesem Raum oder in diesen Räumen sich befinden, jetzt ins Licht zu gehen. Gut. Jetzt ist da immer noch so eine feste Energie. Machen wir die nochmal richtig sauber. Also in dem Wohnzimmer, Esszimmer, Küche-System. Küche machen wir nachher nochmal extra, aber wenn die Küche in diesem Raum mit ist, soll sie eingeschlossen sein. Gut, das fühlt sich viel besser an. Also die zu mir kommen, die merken, ah, der Druck ist in diesem Raum weniger, es fühlt sich leicht an und es ist besser. Ah ja, jetzt merke ich noch was Besonderes, mache ich gleich nochmal. Da sage ich nochmal ein paar Worte zu. Dass wir dieses Wohnzimmer mal ein bisschen frei bekommen. Und man sich im selben Haus wieder wohlfühlen kann. Also oft kommen, die zu mir kommen, da ist dann irgendeine ältere Dame drin gestorben oder die Rentner sind da gestorben und solche Geschichten. Und irgendwas ist komisch in diesen Räumen, erzählen die mir. Und dann meistens sind es dann die Verstorbenen. Die haben wir aber vorhin jetzt alle raus. Die gehen ja auch fast immer alle freiwillig, bis auf die Geschichte, die ich erzählt habe, wo es einmal nicht so freiwillig war. So, jetzt fühlt sich's besser an, der Raum. So. Das würde, was ich erzählen wollte oder ergänzen wollte, in dem Raum können Energien sein, aber auch natürlich in den Gegenständen können Energien sein. Das heißt, wenn Sie sind beispielsweise geschieden, derjenige, der die alten Möbel übernimmt von dieser Scheidung, ich will das Wort nicht benutzen, was ich denke, der hat aber den Zonk gezogen. Diese Energie von den zerrütteten Ehe ist in diesen Möbeln oft noch drin. Es macht durchaus viel Sinn, einen Neustart zu machen. Komplett zu sagen, ich verschenke es, verkaufe es, kaufe mir alles neue, wenn man es sich leisten kann, ist natürlich klar. Aber wenn diese Gegenstände diese Energien noch haben, dann strahlen die ganze Zeit und machen was mit ihnen, was sie eigentlich nicht wollen. Das heißt, wegen der Streit, der in der ganzen Zeit gewesen ist oder in der Endphase der Ehe, sitzt in diesem Möbel drin und strahlt immer in ihren Raum hinein. Und den müsste man, das Möbelstück könnte man natürlich energetisch reinigen, würde jetzt aber den Rahmen sprengen, das können wir vielleicht mal ein extra Video machen. Aber diese Information von diesen Möbeln, die ist nicht gut für sie. Und das kann auch in kleineren Dingen sein. Beispielsweise, sie bekommen von der Mutter eine Jacke geschenkt oder von der Oma oder Tante eine Jacke oder einen Pelzmantel oder irgendwas geschenkt und sagen, ja, kann ich nicht wegwerfen, will ich auch nutzen. Da sitzt aber noch immer die Energie drin von demjenigen, der es getragen hat. Wenn der jetzt mit sich in reinem war, ist es ja gut. Aber wenn er nicht mit sich im Reinen war, zornig war, wütend war oder sonst was, dann haben sie mit dem Kleidungsstück diese Energie, ziehen sie sich an. Und die meisten sind nicht so bewusst, dass sie das merken, dass das damit zusammenhängt. Aber es hängt damit zusammen. Also nicht nur im Raum,
sondern auch in allen Gegenständen ist Energie drin. Und diese Energie ist am leichtesten zu entfernen durch Ausmisten, Aufräumen, Wegschmeißen, neu anschaffen. Dinge, die sie geschenkt bekommen und die geschenkt wurden, vielleicht mit einer alten, mit anderen Intention oder einfach eine, nehmen wir mal eine Vase, die kommt aus einem Haushalt, den sie nicht kennen, die kommt aus dem Flohmarkt. Und jetzt steht diese Vase in ihrem Raum mit dieser komischen Energie. Sie zerstören sich das energetische Niveau ihres Raums mit dieser komischen Vase. Wie merkt man das selbst? Man hat ja nicht immer so einen energetischen Heiler dran. Wenn Sie bei bestimmten Gegenständen komisches Gefühl haben, dann entscheiden Sie sich einfach, das aufzuräumen. Also nichts ist besser, ich muss auch viel mehr aufräumen, muss ich sagen, aber als möglichst viel Zeug loszuwerden. Nicht so viel Zeug im Raum zu haben, was da nicht hingehört. Oder zu sagen, ich schaffe mir mal was Neues an, das ist ja auch nicht schlecht. Also auch, aber auch neue Dinge können Energie haben, das ist natürlich dann ein bisschen seltsam. Aber gehen wir mal von aus, die meisten neuen Dinge sind einfach neutral hergestellt, die haben die Energie nicht. Aber es kann es natürlich geben. Und der Regelfall ist neu einfach energetisch freier. Wenn Sie beispielsweise von der Mama, der Oma oder sonst was Ringschmuck haben. Ich hatte eine Kundin, die hat so eine Kette bekommen und die Mutter hatte immer Angst vor Krebserkrankungen und Krankheit. Sobald sie diese Kette drum hatte, hatte sie immer das Gefühl, ich bekomme Krebs, ich habe Angst vor Krebs und solche Geschichten. Kette abnehmen, weglegen oder verschenken, verkaufen. Wenn sie Gold ist oder Silber ist, dann kriegen sie ein bisschen Benefits für. Also nur als Anmerkung, Raumreinigung ist ein Teil der Übung, Gegenstandreinigung wäre der andere Teil der Übung und da man das jetzt im Kleinen nicht immer machen kann, aber wenn Sie das Gefühl haben, der Gegenstand ist nicht gut für mich oder wacht was, wenn ich da bin, dann schmeißen Sie es weg. Das war vorhin mit der Küche da, so deswegen bin ich da drauf gekommen, in dem Bereich war eine komische Energie, habe ich aber so weit wie möglich jetzt freigemacht. Gut, das Wohnzimmer haben wir. In jeder guten Wohnung ist natürlich ein Schlafzimmer. Dann gehen wir jetzt ins Schlafzimmer. Kann ja auch eine Wohnung, dann haben wir den einen Raum. Dann brauchen Sie nur diesen einen Raum nehmen. Es gibt ja auch Einzimmerwohnungen. Dann reicht das diesen einen Teil. Jetzt machen wir das Schlafzimmer mal energetisch frei. Ah ja. Oft in dem Schlafzimmer sind Verstorbene. War tatsächlich mal bei einer Hausreinigung vor Ort. Meistens wird das ja auch per Telefon gemacht. Und dann kam ich in das Schlafzimmer rein und ich mache die Tür auf und für eine Millisekunde sehe ich jemand auf dem Bett sitzen mit Bart. Ich sage, da sitzt jemand auf dem Bett bei dir. Und habe sie ungefähr beschrieben und dann sagt sie, jo, das könnte mein Vater gewesen sein. Da war also der Vater, saß auf dem Bett, hat den Weg nicht gefunden und natürlich ist in so einem Ehebett ein bisschen was komisch. Ne? Okay, dann machen wir mal die Lichtsäule. Also die Verstorbenen gehen immer gerne raus, weil die haben ja eigentlich den Weg nicht gefunden. In dieses Schlafzimmer bitte alle Wesen, Lebewesen, Menschen jetzt in die Lichtsäule zu gehen und diesen Raum oder diese Räume zu räumen. Ja, eigentlich nur einen Raum, sondern ganz viele, weil wir ja alle ihre Schlafzimmer jetzt reinigen. Fühlt sich schon mal ganz schön an. Machen wir es nochmal energetisch nochmal. Also wenn Sie nicht schlafen können, muss es nicht daran liegen, dass irgendwelche Energien in dem Raum sind. Es kann auch einfach sein, dass Sie eine schlechte Schlafdisziplin haben. Aber es kann daran liegen. So. Fühlt sich deutlich leichter an. Ja.
im Schlafzimmer. Alle Fremdbewohner raus. Gut, dann als nächstes Zimmer nehmen wir uns mal so ein Kinderzimmer. Mach mal das Bett ausnahmsweise im Schlafzimmer. Okay, Andreas wirft nochmal den Einwurf an, das Bett selber nochmal zu reinigen als Gegenstand. Dann machen wir das Bett mal als Gegenstand. Wie immer das Bett ist. Nicht, dass man im alten Bett liegt und da sind komische Energien drauf. Also machen wir alle Betten hier. Altes Erbstück. Mein Vater schlief auch auf so einem Bett von den Großeltern noch, weil das so toll war. Energetisch ist das Mist, sozusagen. Es taucht nicht viel. Wer weiß, das ist eine komische Energie. Sollte man nicht machen. Also solche restaurierten Betten, die so schön sind, weil das Holz so gut ist, würde ich sagen, müssen eigentlich erstmal energetisch freigemacht werden, bevor man sich da richtig drin wohlfühlt. Ne? Jetzt machen wir das Bett mal frei. Das ist wie meine Person jetzt. Mache ich genauso frei, diese schwere Energie aus dem Bett raus. Machen wir das auch nochmal. Alle Verfluchungen, Verwünschungen, die jemals in diesem Bett ausgestoßen wurden, diese Energie, die das Bett übernommen hat, alle negativen Emotionen, Hass, Zorn auf den anderen oder auf den Partner oder auf die Welt, alles, was so in diese Substanz dieses Bettes übergegangen ist, nehmen wir jetzt vollständig raus, hier und jetzt sofort und allen Betten natürlich. In allen Dimensionen, allen Zeiten. Bitte um hier ist gleich, Schulter ist gleich. Aha. Hätten wir fast schon ein extra Video drehen können. Bett sauber machen, hätte ich fast gesagt. Bettreinigung. Naja, aber es fühlt sich viel freier an. Viel freier. Also es gab doch ein paar Betten, wo das Problem war. Okay, dann können wir das Bett verlassen. Dann nehmen wir den Raum nochmal. Gut. Dann gibt es in vielen Häusern oder Räumen natürlich auch einen Flur. Nehmen wir diesen Flur. Machen wir den frei. Da drücken sich die Geister auch gerne drin rum. Meiner Erfahrung nach. Ein Flur machen wir sogar einen Winkel nochmal dran gleich. Machen wir den mal rein. Also warum spreche ich immer über die Toten? Die Toten leben zwischen uns, ganz normal. Sie können auch in der anderen Dimension sein, dass sie hier, sie können aufsteigen, in die nächste Energiestufe hineingehen. Und wenn wir sie dann brauchen oder rufen, dann kommen sie teilweise wieder, wenn sie noch nicht neu inkarniert sind. Das ist die eine Variante. Aber die andere Variante ist, sie bleiben in dieser Energiestufe stecken. Sie finden den Ausgang ins Licht nicht. Und dann sind sie in den Räumen drin, sind sie auch auf der Straße und überall sind sie. Also Gott sei Dank sehe ich sie nicht, dann wäre es ein bisschen dramatisch. Ich fühle das nur, wenn jemand oder irgendwas im Raum ist. Und das ist, die warten eigentlich auf eine Erlösung und denken noch, sie haben eine Aufgabe, sie müssen noch was erledigen. Das ist oft der Grund, warum sie nicht aufsteigen. Ne? Und deswegen sind sie in unseren Häusern, in vielen, nicht in allen, aber in vielen. Und
sind da ein Störfaktor praktisch. Ne? Wie im Körper des Menschen drin, wo sie auch sein können. Ganz normal, es ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn man, ja, es, wir sind, dieser Raum, in dem wir uns leben, der ist ja auch nur erdacht. Und in diesem erdachten Raum, in dem wir uns bewegen, ist natürlich auch, sind ja auch noch die Verstorbenen drin. Ne? Ich kann es nicht besser formulieren im Moment, aber so ist es. Okay, jetzt wollen wir den Flur mal ganz frei machen. Okay, jetzt machen wir das Kinderzimmer, oder machen wir mal Kinderzimmer 1, 2, 3 in einem Zimmer. Je nachdem, wie viele Kinder sie haben, wie viele Räume sie haben, dann brauchen wir nicht jeden Raum machen. Wenn wir schon alle zusammen stapeln können, dann muss das auch mit den Kinderzimmern gehen. Immer energetisch frei. Verstorbene können natürlich da auch sein. Wenn ein Baby nicht schlafen kann als Beispiel und erschreckt sich nachts immer, kann es die verstorbene Oma sein, die nicht den Weg gefunden hat. Also es gibt Dinge, die gibt es nicht. Ne? So, Lichtsäule, Erzengel, bitte alle Verstorbenen, die in diesen anderen Schlafzimmern, können ja auch erwachsene Kinder sein, sich bewegen, jetzt ins Licht zu gehen. So. Macht mein Denken ein bisschen komisch, dass ich so ein Zimmer, viele Zimmer zu behandeln, ist kein Problem, aber drei Zimmer zusammen ist irgendwie nochmal dreimal um die Ecke gedacht. So. Okay. Da machen wir, das ist fast, fühlt sich ganz gut an. Das können wir, glaube ich, so lassen. Ja, noch ein bisschen noch. So. Dann gibt es neben den Kinderzimmern noch immer mal ein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer kann auch ein Nähzimmer sein, kann auch ein Spielzimmer sein. Also so ein Raum, der da ist und für irgendwas genutzt wird. Abstellraum könnte es auch sein. Also dieses Arbeitszimmer, Spielzimmer, Abstellraum, Modell, je nachdem, was man in seinem eigenen Haus hat, das machen wir jetzt einfach mal. Versuchen wir es jetzt auch mal frei zu machen. Versuchen nicht, wir machen es frei. Lichtsäule, Erzengel, bitte alle Verstorbenen, die in diesen Räumen sind, jetzt ins Licht zu gehen. Fühlt sich gut an. Okay. Dann bleibt noch mal das Badezimmer. Das machen wir gleich. Lass uns eben diesen Spezialraum noch mal ein bisschen frei machen. Wenn Sie, fällt mir gerade so ein, wenn Sie selbst Idee haben, jetzt mal wegen, Sie haben kostbaren Schmuck, bin ich ja vorhin bei diesen Gegend, dann machen Sie mal die Intention, legen Sie den Schmuck auf den Tisch, 4 Teelichter drumherum oder 4 Kerzen und geben Sie die Intention rein, alles, was nicht hineingehört in diesen Schmuck,
befehle ich jetzt, diese Energien, den Schmuck jetzt sofort zu verlassen oder den Gegenstand, ne? Also was immer Sie da an Gegenstand haben. Das könnte schon eine ganze Menge machen. Wenn Sie dann merken, ah, das fühlt sich dann angenehmer an beim Tragen, Kette, Ring, Uhr, eine kostbare Uhr oder was auch immer, da lohnt sich ja mal sowas zu machen, wenn man es gerne behalten möchte. Also das wäre ein Versuch mal wert für Sie. Gut, dieses Arbeitszimmer haben wir. Arbeitskinderspielzimmer, Aufbewahrungszimmer, Rumpelkammer, was immer das ist. Dann machen wir jetzt nochmal das Bad. Komischerweise, viele Verstorbene sind im Bad. Was sie da nun zu suchen haben, weiß ich auch nicht. Aber wir machen jetzt für diese Multizimmer jetzt nochmal eine Lichtsäule rein. Alle Verstorbenen, die im Bad sind, der Zuschauer, die mit ihren Wohnthemen hier jetzt zuschauen, dürfen jetzt ins Licht gehen. Ja, damit ist es schon fast frei. Also das sind die meisten Energien. Dann machen wir es jetzt nochmal energetisch frei, das Bad. Gut. Fühlt sich gut an. Dann fehlt die separate Küche noch. Da sind sie auch, die Verstorbenen. Vorhin haben wir ja die Küche gemacht, die in dem großen Zimmer ist, aber jetzt mal eine separate Küche. Lichtsäule Erzengel Michael. Alle Verstorbenen, die in den Küchen sich aufhalten, dürfen jetzt auch ins Licht gehen. Das fühlt sich schon mal ganz gut an. Gut. Dann machen wir noch diese Gästetoilettengeschichte, also WC und separate. Und dann nehmen wir auch die Abstellkammern mit, so Mini-Abstellkammern oder sowas. Die packen wir zusammen. Wenn die Küche zu Ende machen. Gut, jetzt die Gäste-WCs, Mini-Abstellkammern. Man glaubt gar nicht, wo sich manchmal Verstorbene verstecken. Das ist, also eine, so eine Besen-Abstellkammer habe ich jetzt auch schon gefunden, wo ich sage, da ist eine komische Energie drin, die da nicht reingehört. Lichtsäule Erzengel. So, das ist auch gut. Windfang am Anfang des Hauses, den machen wir auch nochmal separat, das haben wir dann nochmal. Lichtsäule Erzengel, alle Energien, die im Windfang oder im Eingangsbereich des Hauses sind, dürfen jetzt auch ins Licht gehen.
So. Wenn Sie oben Räume haben, wir machen jetzt nicht mehrere Etagen, meinetwegen, wir haben noch oben noch Räume oder das Badezimmer, dann machen Sie es geistig für sich, dass Sie das hochziehen und sagen, okay, dann gehen wir mit dem Bad nach oben, mit dem Schlafzimmer nach oben und so weiter. Wo Sie Ihren Aufmerksamkeit hinlenken, dann nutzt das was. Also mehrere Etagen, das wäre jetzt sinnlos bei so einem Video. Mache ich jetzt nicht. So, der Wingfang ist sauber. Jetzt machen wir unterm Dach, aber als eine Fläche. Ist oft frei, wo ich nichts merke, dass ich sagen muss, nee, da ist irgendwas unterm Dach, aber jetzt machen wir die Lichtsäule mal hin. Dieses Schieben mit der Hand bedeutet, ich schiebe immer diese Energie raus. Fällt mir gerade ein, hat mich mal gefragt, was fuchtelst du rum? Hat seine Begründung, ist kein Fuchteln, sondern ich fühle deine Energie und drücke sie dann raus. Das ist der Hintergrund. Deswegen mache ich diese schiebenden oder kreisenden Bewegungen. Ne? Gut, Dachgeschoss ist frei. Auch wenn es unterteilt ist, ist es ein großer Raum. Und dann das Gleiche nochmal mit dem Keller. Dass da mehrere Räume sein können im Keller, ist mir völlig bewusst, aber wir machen den Keller als einen großen Keller. Im Kellerraum sind meistens auch weniger Energien drin. Das ist so, wie ich das bemerkt habe. Also das Drama spielt sich eher im täglichen Leben ab. Ne? Okay, dafür machen wir, das ist gut, dafür machen wir jetzt nochmal die Fläche, wo das Haus draufsteht, also die Erde drumherum. Es können, wenn Sie Pech haben, haben Sie auf dem Friedhof gebaut. Friedhof vor ein paar hundert Jahren, Friedhof aktuell, irgendwas saniert, alle Knochen weggeschoben und das als Baugebiet ausgewiesen, alles sowas gibt's ja. Die Energie ist noch dran in dem Boden, deswegen nochmal in die Tiefe. So weit, wie es notwendig ist. Machen wir das ganze Grundstück, also auch im Gartenbereich mit dazu. Egal, ob Ihr Grundstück jetzt 5000 Quadratmeter hat oder 400, es spielt keine Rolle. Auch solche Katzenfriedhöfe oder Hundefriedhöfe auf dem Hof, auf dem eigenen Gelände. Also so optimal ist das nicht, muss man sagen. Ne? Kann man machen, muss man aber nicht machen. Oder Kanarienvögel beerdigen oder was auch immer an Tierchen, die dann auf dem eigenen Gelände beerdigt werden. Selbst wenn es ein geliebtes Tier war, ist es doch irgendwie eine komische Energie dann. Ne? So, das fühlt sich jetzt gut an. Jetzt der letzte Streich noch. Fluche, Verwünschungen, die das Haus betreffen, nach dem Motto, an diesem Haus soll kein Glück hängen, das löschen wir mal komplett auf. Sämtliche Verfluchungen, Verwünschungen aller Häuser und dieser oder Wohnungen, ausgesprochen in diesem Leben, in früheren Leben, in allen Dimensionen, allen Zeiten, lösche ich jetzt hiermit vollständig auf.
und bitte Licht und Liebe entsprechendes aufzufüllen. Jo, das war nochmal gut. Das war nochmal gut. Wunderbar. Ja, das etwas andere Video könnte man heute das ganze, die ganze Operation beschreiben. Haus, ich muss es ein bisschen kürzen, weil es ja nun, jeder hat seine eigene Dimension, großes Haus, kleines Haus. Ich habe versucht, jetzt alles in einen hineinzupacken. Nutzen Sie es. Anwendung, vielleicht am Anfang mal einmal die Woche wiederholen und dann größere Abstände. Dann ist dieser Reinigungseffekt nochmal da. Da brauchen Sie auch nicht immer dabei zu sein. Sie setzen das Video ins Haus rein, stellen es an, einmal gucken Sie es selbst und dann lassen Sie es einfach mal laufen. Das reinigt dann von alleine. Diese Intention ist da drin gegeben. Ja, vielen Dank. Es war eine andere Art der energetischen Heilung, aber alles ist Energie. Das Haus ist ja auch Energie und es speichert Energie und darum ging es letztendlich. Und wer die Videoserie gesehen hat, dann versteht das schon, worum es hierbei geht. Ne? Gut, mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Vertrauen. Schauen Sie gerne wieder beim nächsten Mal rein. Machen Sie es gut. Bis bald.